Willkommen zu meinem ersten Let's Play Clash of Clans. Ich erstelle ein komplett neues Dorf und wir gucken mal, wie es vorangeht. Also die Vorgeschichte hier skippe ich einfach mal ein bisschen weiter, weil ich glaube, ihr kennt die alle. Ja, da soll ich schon eine Kanone bauen. Ja, ich beende die einfach mal schnell. Komisch auch, dass die Kobolde hier zuerst auf die Kanonen gehen. Weil die ja eigentlich auf das Gold und so gehen. Ah, und da kommen schon 5 Magier, das ist auch gut. Reichen 2? Ja, 2 reichen. Ja, da machen die das gegnerische Dorf auch schon schön kaputt. Ich würde euch auch raten, die Magier nicht alle einzusetzen, wenn ihr jetzt neu spielt, weil die könnt ihr auch noch später gut gebrauchen. So. Da soll ich eine Bauhütte bauen. Und wahrscheinlich auch. Ja, jetzt kommt das Elixier. Ja, und jetzt noch halt die Lager für jeweiliges Elixier und Goldlager. Ja, jetzt auch noch das Goldlager. Wollen die nochmal angreifen oder was? Ach nein, eine Kaserne. Die tue ich einfach mal hier hin. Ach, ich find's blöd, dass man hier alles sofort verwenden, also die ganzen Diamanten sofort verwenden soll. Ach, ich nehme einfach mal alle. Barbaren sind ja nicht teuer. Ja, und das sieht auch wieder sehr gut aus. Die Magier behalte ich so, also jetzt auch wieder, weil die benutze ich dann erst in wichtigen, also gegen richtigen Kämpfen. Nicht gegen diese Kobolde hier. Und falls ihr euch fragt, womit ich aufnehme, ich nehme mit BlueStacks auf. Also, ich nehme nicht mit BlueStacks auf, aber ich spiele das hier. Ihr seht hier wahrscheinlich meine Maus. Hier. Ich spiele das am Computer mit BlueStacks. Das ist so ein App, also App, so Handy-Simulator. Und da kann man sich auch Apps runterladen und so weiter und die dann halt auch spielen. Mein Name ist. Ich nenne mich mal Moritz, der
Der Gamer. Ach, das R passt nicht mehr. Dann nenne ich mich einfach Moritz. So wie in meinen zwei anderen Accounts auch, aber egal. So. Da soll ich mein Rathaus auch upgraden und ich hoffe, bald ist auch das Tutorial zu Ende. Ah, okay, jetzt, oder? Ja, jetzt ist es zu Ende. Ich upgrade mein... Oh, das dauert 30 Minuten. Egal. Ich trainiere dann mal. Soll ich das auch upgraden? Ja. Ich mache das kurz zu Ende. Ah, und... Da kriege ich auch... Ja, 2 Diamanten ist jetzt nicht sonderlich viel, aber... So. Ach, ich will jetzt nicht meine ganzen Diamanten verschwenden, aber... Muss ich jetzt wohl. Ich guck mal, was ich noch bauen kann. Also ein Elixier und Gold. Sammler, dann noch eine Kaserne, dann noch eine Kanone, ein Bogenschützenturm und 25 Mauern. Ich glaube, die baue ich auch bald. Ach, ich will irgendwie nicht so gern die ganzen Diamanten verschwenden, aber... Fürs Let's Play ist es blöd, wenn die Sachen so lange dauern. So, ich hab meine Sachen jetzt auch schon. So geht das nicht? Ach. Warte. Ah ja. Das ist ja das Rathaus. Dann stell ich es einfach hier hin. Ah, ich habe noch einen Bauarbeiter frei, dann mache ich mir auch direkt mal einen Bogenschützenturm. Kommt dann hier hin. Was? Ich habe schon wieder fehlendes Gold. Ich glaube, da muss ich dann zuerst noch hier die Sammler bauen. So. Schon Level 4. Nur durch das Ganze beenden und so. Ist schon krass. So. Mein Dorf ist jetzt auch schon eigentlich gut aufgebaut. Also, naja, noch. Eigentlich nicht gut, aber für diese ersten paar Minuten schon eigentlich gut. Oh, eine Juwelenkiste. Yay. Die baue ich dann im zweiten Part ab und dann verabschiede ich mich jetzt und bis zum nächsten Mal. Ciao.